Geht doch. So. Tja. Ist nur die Frage, ob sie bemerkt, dass ich ihm Bescheid gebe. Fangen wir erstmal an. Wenn ich eine Antwort habe, werde ich ja sehen. So, das Schneelevel ist leider assig, sage ich doch. Oh Gott. So, brauche ich. So, jetzt muss ich da hoch. Exakt, Limo. Hi, O Studio. Fail. Mir geht's ganz gut und selbst. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es gleich aussehen wird, ob nicht der echte noch dazu kommt oder nicht. Ich habe ihn mal angeschrieben, aber wer weiß. Shit. Ich muss da hoch. Aber jetzt komme ich da hoch und fall dann wieder runter, natürlich. Das war so klar. Mann! Hey Nate! Oh Mann! Ich schaff's einfach nicht da drauf. Oh Mann! Scheiße! Ja, so viel dazu. Mann, der Grundstein ist aber auch dämlich platziert, ey. Und jetzt noch mal. Das war knapp, aber übel knapp. Boah.
Manchmal sind die Joy-Cons aber auch echt beschissen. Oh Mann, Peach, du Hund. Geh da doch jetzt drauf, Mensch. Das ist zu blöd, da hochzukommen. Geht doch. Oh Mann. So, mit dem cruisen wir jetzt erstmal hier rein. Oh nein. Seriously. Mann, Peach, renn doch nicht voll da dran vorbei. So. Weit zu gut. Gottes Willen, so viele Pusteviecher gibt's doch nicht. Well. Nee, also keine Antwort, also machen wir erstmal weiter. Wir haben es ja ursprünglich angefangen im Multiplayer, aber ja. Ihr seht's ja gerade. Jetzt darf ich erstmal wieder allein rumwackeln. Das war gerade vollkommen knapp. Okay, easy. Warum haben die Kanonen gerade nicht? Lol, okay. Oh Mann. Oh, Peach. Ach ja. Ja. Hier hoch und dann hier ran. Auf die Seite bringen und
Easy. Grundstein 3 haben wir auch. Da ist der Stempel, kein Problem. Und dann GG ans Ziel, würde ich mal sagen. So. Die Fuzzy-Fabrik. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, mach auf. Ich sehe mich nicht. Puh, knappe Sache. Okay, das ist der zweite. Auf da. Okay, wir haben's. Nettes Level. So, dann mal in die nächste Runde, ne? Welt 6 Boss. Ja. Ja. Ah, stimmt ja, Rätselhaus gibt's ja auch noch hier. Okay, easy. Okay, das war knapp. Okay. Ja, schwer war das jetzt nicht, weil man sich konzentriert. Ich hole mir noch ein Item. Falls nötig. Sehr gut, sehr gut.
6 Panzer. Panzer, ja. Ach, das war das Bombenbrigadengedöns. Oh mein Gott. Ja, okay, das kann ekelhaft werden. Erster Grünstern, perfekt. Ich schwöre, ich habe gerade nichts gesehen. Nein! Toll. Ba, 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 ram, ba, ram. Ja, das war so klar, dass da was ist. So. Ding, ding, ding. Nein! Ach komm! Das war jetzt nicht lustig. Ja, mit dem Tanuki-Blatt. Ich habe aber auch wirklich nichts gesehen. Was grollt denn das auch so langsam? Na, du B.A. ist das. Toll. Ich krieg kein Tanuki mehr zusammen. Das ist so.
Ärgerlich. Ja, und jetzt habe ich gar nichts mehr. Ach komm, das ist doch jetzt nicht wahr. Scheiß Feuerbrüder, Mensch. Es kult aber auch so scheiße langsam. Score mal ein bisschen schneller hier. Ist ja lächerlich. Das war nun dumm. Das war. Mann! Ja, rote Münzen vergiss es, das kriegst du nicht mehr. Ach, come on! Was ist denn jetzt los hier? Okay, ich muss es heute wohl doch alleine schaffen. Nix together heute. Mein Gott! Jetzt muss ich auch noch gegen Bum Bum bestehen. Waterball, guten Abend. Oh. Oh, scheiße. Glück gehabt. Ja, mein Together-Partner ist gerade heute irgendwie nicht da. Schade eigentlich. Dabei habe ich noch mal informiert gehabt. Aber okay. Muss ich halt ohne klarkommen heute. So, ich hole mir erstmal Items, das geht so nicht weiter. Alles, was ich hatte, habe ich verloren.
erstmal den Pilz mitnehmen. Und dann nochmal mit Katzen eindecken. Versteht mich nicht falsch, aber ich werde das Spiel nicht mit allen Charakteren durchspielen. Wird sonst zu krass. Klar, ab und zu muss ich natürlich wechseln. Logisch. Champions Road wird ja nicht einfach, wie wir wissen. Oh, komm, geh zu Welt 6. Geh zu Welt 6. Dankeschön. So, ich bin nicht so blöd und vergiss hier was. Gut, wir brauchen nur noch 6C, das kommt ja gleich. Ding, ding, ding. Es ist dieser Clown. Treffer. Ach, der ist easy. Und da ist er weg. Wow. So, Grünstern wollen wir natürlich nicht vergessen. Wäre ärgerlich. Dann hüpfen wir mal ans Ziel. Welt 6 abgeschlossen, würde ich mal sagen. Welt 7 oder auch Welt Castle genannt. Castle 1, los geht's. Im Fort der Feuerbrüder. Oh Gott. Selten blöd.
So, ich kletter mal den Turms rauf. Ach, das Game. Spielchen. Sehr gut. Hat ja wunderbar funktioniert. Okay, im zweiten Versuch. Prost Mahlzeit. Oh, triff doch, Junge. So, die mache ich erstmal weg hier. Na komm. Mach's doch nicht so spannend, Junge. Der war immer schnell weg. Oh. Nein! Ach komm! Hol ich offscreen nach. Mann, blöde Fahne. Der musste mir jetzt auch unbedingt die Katze nehmen. Sonst hätte ich hier hochklettern können. Wow, hat's ja vollgebracht. Okay, Fahne Welt 7, Nachholbedarf. Dann mal erstmal weiter im Text. Dann nehme ich erstmal 12 Blumen mit. Kein Ding. Sorry, wenn ich ein bisschen nicht so viel sage, aber das Spiel redet für sich, Alter. Diese Woche gibt es ja noch Siedler 2 und der Beginn von Assassin's Creed 2. Weil wir Assassin's Creed 1 ja am Samstag durchgemacht haben. Mit dem Finale und Co. Und nächste Woche werde ich mit Star Revenge anfangen.
Und zwar Star Revenge Zero. Ein Mario 64 Heck. Um genau zu sagen. Und nein. Ich werde mit Sicherheit viele Safe States dort haben. Könnt ihr euch sowas von sicher sein, dass es viele Safe States gibt. So. Also das kann man ja nicht verkacken, oder? Das gibt... Itemhaus. Alles klar. Dann Castle 3 haben wir hier. Hitzige Hetze. Well. Und tschüss, Mann. Was machst du denn? Okay, den Raum kenne ich gar nicht mal. Ja, der Stern ist sowieso weg. Und tschüss. Hetz mich nicht. Hoffentlich ist der Stern noch da, wenn ich da rauskomme. Gut. Wir haben alles, wir können nur noch zum Ziel.
sagte er und fällt wieder runter. Ich nehme doch nicht das Ding da. Bin ich bescheuert? Vor allem nicht für so ein simples Level. Nee, nee, nee. Was macht die denn da? Leben verbraten des Todes. Oh mein Gott. Doch. Gee, aber ich weiß nicht, warum man hier so gehetzt wird, weil eigentlich ist da nichts los. Also, die Lava steigt dort überhaupt nicht. Da verstehe ich nicht, warum man gehetzt wird. Gut. Castle 4. Oh, das ist das Level. Augenkrebsalarm. Also blaue Lava ist wirklich unangenehm für die Augen. Halbzeit. Und hier kriegt man sogar noch eine Blume dazu. Weil ich die andere sofort wieder verlieren. Typisch.
mein Gott. Das ging ja noch mal glücklich gut. Gibt's ja auch noch mal eine schwerere Version von. Ach, wat. Ja, bei mir sieht man, wer ankommt. Dann weiß ich sofort Bescheid, wer hier online ist. Ja. Ich sehe das. Come on, jetzt stirbt nicht. Ich sagte, jetzt stirbt nicht. Geht doch. Oh Mann. Manchmal läuft ganz gut, manchmal läuft es ganz schlecht, wie man merkt. Ist jetzt halt die Frage. Ich hätte mir auch Items gönnen können, aber... Boah, diese Lavakugeln, ey. Ja, Items wäre vielleicht nicht ganz so schlecht gewesen hier. Scheiße. Was hat mich denn da jetzt... Wo war ich denn da jetzt bitte? Mal so gefragt, wo war ich da jetzt? Oh, spring doch! Ach komm, da hat er mich angehängt. Der ist ja ekelhaft.
Autsch. Oh, die sind beide noch da. Jetzt nicht von Nöten. Können die Lava-Bolzen mal bitte verschwinden? Natürlich trifft er mich schon wieder. Nein! Finally. Puh, das hat aber auch schon wieder ein Leben gekostet. Ich bin echt nicht mehr gut ausgerüstet, ey. Aber hallo, bin ich nicht mehr gut ausgerüstet, ey. Wird Zeit. Gut. Der Buddyprinz schlägt zurück. Deutlich einfacher als der andere Kerl. Erst dachte ich, ich wäre nicht in der Lage, heute was zu machen, weil ich hatte heute übelst Kopfschmerzen gehabt. Aber wie man sieht, bin ich dann doch hier. Ach, es ist dieser Turm. Stimmt, ja. Züge, genau, lol. So, da. Check the point und weiter geht's. Oh ja, der Turm war ja
Bisschen ekelhaft. Oh nein. Ich muss sie alle besiegen, leider. Scheiße. Hi, Whitey. Gott. Gott sei Dank gibt's den Tanuki noch. Sonst hätte ich jetzt hier wirklich ein deutliches Problem gehabt. Drei, zwei. Und lauf. GG, würde ich dazu sagen. Schade, dass ich den dritten Stream von 3D World allein machen muss. Nee, aber ich habe ja nicht der echte angeschrieben, aber ich krieg aktuell absolut keine Antwort und ich wollte jetzt nicht eine halbe Ewigkeit darauf warten. Ja. Ich habe den Grünstein schon gesehen. Lol, als ob. Ja, okay, es ist einfach, wenn man sich konzentriert. Also wenn jemand mitmachen möchte noch, sagt ruhig. Dann öffne ich. Aber
Aber ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie so schnell voran gerade. Als ob ich den übersehen würde. Okay, ich habe den irgendwie nicht erwischt. Toll. Da ist einfach nur ein Pilz drin. Legitim. Ich hätte gern den Grünstern mal. Wenn das mal in Ordnung ginge. Dankeschön. Den Soundtrack finde ich immer noch geil. So, aber es geht natürlich underground wieder weiter. Peach ist natürlich nicht schnell genug. Hier gibt es natürlich kein Pilz, keine Blume. Ja, ist jetzt gut mal. Ja, Faschisten, ey. Ich brauch die Blume. Wow. Eine Blume und zweimal Coins. Ist das zu glauben? Aber jetzt bitte behalt die auch, weil du brauchst sie. So, auch rein da. Und das zerstören. Sehr gut. Passt. Jetzt noch den Stempel und dann haben wir das Level auch. Das war so klar, dass ich an den rankomme. Das war so klar. Oh, hier irgendwo war ja auch Ersatz. Feuerblume, nicht wahr? Ding, ding. Ach ja, die Stelle.
Ja, hier ist der Stempel. Oh, natürlich nimmt er mir die Feuerblume. Und ich bin klein. Dennoch komme ich an die Spitze. Haha. Das ist auch nicht, dass sie mich aufhalten würden jetzt hier. Für die Fahne. Aber ist erstmal gleich vorweg, ich brauche neue Items. Ich hole mir am besten Items aus Welt 1.1. Wie man es liebt und lebt. Och nee. Weil ich krieg die zwei trotzdem zusammen. Ich glaube, in dem Level hier sind, glaube ich, 4 Katzenglocken versteckt oder so. Seht ihr, und schon sind wir wieder voll aufgerüstet. So, zurück in Welt 7. So, da haben wir jetzt noch Castle 7. Heißt der Tanz im Lavasee. Ach, das war dieses Level. Oh mein. Oh mein. Ich habe erst an das andere Level gedacht. Och Mann, knochentrocken. So kann man das auch machen. War aber nicht so geplant. So, Knochentrocken, eins weg. Und jetzt? Warum? Der steht doch nicht im Weg, oder? Weil so hoch fliegt er doch gar nicht. Ding, 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 ding.
Shit, weg hier. Tschüss. Oh mein Gott. So. Stempelchen. Ich muss sie von mir fernhalten. Oh. Hätte lieber warten sollen. Gut, dann haben wir nur noch das Castle. Kommt hin, ne? Schauen wir mal, haben wir alles andere? Ja gut. Moment. Wie fehlt denn... Warum fehlt mir hier der Stempel? Bin ich verrückt? Irgendwo fehlt mir der Stempel. Tolle Wurst. So, der ist weg. Der ist auch weg. Weiter im Text. Wo habe ich den Stempel denn bitte übersehen? Doch nur zum Ziel, oder nicht? Was habe ich denn bitte verpasst? Hä? Bin ich blöd oder was?
tatsächlich. Facepalm. Nein! Jetzt habe ich die Katze verloren. Och, nicht schon wieder. Egal. Och nee, oder? My life. Da muss doch jetzt Gold. So. Dann wollen wir jetzt mal. GG. Nein. Ja, okay, ich brauche die Katze. Und die komme ich da gar nicht hoch erst. Und die Katze komme ich da erst gar nicht weiter. Spaß macht es ja trotzdem, ne? Also so ist es ja nicht. Aber es gibt oftmals Gründe, wo man dann doch ragen tut. Aber naja, gut. Genau, geh nach Welt 2.
Obwohl du nach Welt 7 willst. Ich dachte, sie hält sich fest, aber nein. Today. Treffer 2. Treffer 3 und er ist down. Sieben Castle ist abgeschlossen.
Und es geht in die letzte Runde. Mit Bowser 1. Kampf auf den Stachelbrücken. So. Ach komm, das konnte ich doch nicht riechen, dass da noch ein Honk ist. Als ob! So, weg mit dem. Und dann will ich ganz gerne hier rauf. Och Mann. Gut, am Ziel sind wir auf jeden Fall. Ding. Bowser 2, Plessy, Dünenrallye. Und tschüss.
Really jetzt? Mann! Spring doch drauf, Plessy! Oder bist du zu fett? Boah, der erste Grundstein hier ist aber schon wirklich fies. Warum? Warum springt Plessy über den einen drüber? Soll er doch gar nicht. Schon wieder drüber gesprungen. Hä? How's that? Thank you. Mann. Okay, Stempel. Und letzter Grünstern, perfekt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Peach. Ich hätte doch die Katzenglocke nehmen sollen. Oh, Mann. Naja, das mache ich irgendwann später. Für heute soll genug sein. Bis Donnerstag.